Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren. Die hysterische Reaktion auf meinen kritischen Redebeitrag zu dem gemeinsamen Antrag zeigt, glaube ich, ein Stück weit, wie reflexhaft und verkürzt diese Diskussion hier geführt wird. Und da muss ich jetzt mal sagen, von Herrn Wortmann habe ich ja nichts anderes erwartet, aber bei Herrn Bertelsch war ich doch ein bisschen sehr überrascht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte das für schäbige Demagogie. Wir haben an keinem Punkt das Gewaltmonopol des Staates angegriffen. Wir haben an keinem Punkt uns mit Rettungskräften entsolidarisiert, sondern wir haben darauf hingewiesen, dass es eine ziemlich problematische Strategie ist, in dem Augenblick, in dem die AfD einen demagogischen, heuchlerischen Antrag stellt, mit einem Gegenantrag zu reagieren, der ihnen ein ganzes Stück weit entgegenkommt, auf ihr Terrain, inhaltlich ihnen überhaupt nichts entgegensetzt, und dann eine hysterische Debatte über linksextremistische, vermeintlich linksextremistische Kritik an solchen Anträgen zu führen. Das ist nämlich genau die Situation und das Terrain, auf dem die AfD uns hier haben will. Und das hat sie offensichtlich geschafft. Wir sind in einer Situation, in der in beispielloser Weise polizeiliche Befugnisse erweitert werden, teilweise Vermischungen stattfinden von polizeilichen und geheimdienstlichen Befugnissen. Das ist ein bundesweiter Trend, wir stellen ihn auch in Hessen fest. Und doch, das ist das Thema. Genau in dieser Situation haben wir eine bundesweit geführte Kampagne über die Solidarität mit den Rettungskräften. Sorry, ich werde ein bisschen laut, das liegt aber mehr am Mikro. Bei manchen hier ist ja die Technik schlecht. Und genau in dieser Situation werden solche Anträge formuliert, werden solche Resolutionen verabschiedet, die genau das orchestrieren. Anstatt darüber zu diskutieren, was wir eigentlich in Kauf nehmen, wenn wir den Hessentrojaner in Kauf nehmen, was wir eigentlich momentan erleben an gesellschaftlichen Rechtsverschiebungen und einer Ausweitung von staatlicher Gewalt, anstatt zu diskutieren, was wir an struktureller und staatlicher Gewalt verschränkt vorfinden, über rassistische Polizeikontrollen gegenüber Migrantinnen, die, von denen ich täglich höre, auch aus erster Hand, geht völlig am Kern dessen vorbei, was eigentlich gerade hier gesellschaftlich Thema ist. Und das ist ein Ablenkungsmanöver und Sie lassen sich darauf ein. Ich finde das sehr, sehr schade.